Es ist ein wenig her, Leute. Da hatten wir auf Nerd in the Dirt reagiert. So, jetzt gibt es einfach eine Neuauflage von Nerd in the Dirt. Das war ja damals in Lappland. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnern könnt. Na, also ich habe eine Playlist auf meinem Kanal. Wir hatten damals auch drauf reagiert. Es war unfassbar cool. Und jetzt hat Trimax einfach Nerd in the Dirt Namibia raus. Das Namibia. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Desert Warrior. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ne? Arctic Warrior, Desert Warrior. Ist es wieder wie bei Desert Arctic Warrior, dass es so davor passiert? Desert Warrior ist doch nicht draußen, ne? Nee, ich glaube nicht, ne? Auf jeden Fall finde ich das richtig, richtig krass. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns das an. Folge 1. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Video ist schon 7 Tage alt. I know, I know, I know. Aber here I am. Besser spät als nie. Let's go. Nerd in the Dirt. Ist es leise? Oh, warum ist es schon wieder so leise? Nachdem die Nerds die Herausforderungen in den Tiefen Finnlands erfolgreich gemeistert haben, steht ihnen nun eine noch größere, noch härtere Prüfung bevor. Wüste, Halbwüste, trocken, staubig, heiß. Ich hatte noch nie so wenig Ahnung von einem Projekt, was mich erwartet. Hey. Das ist immer so anstrengend wie ein normaler Schritt. Okay, jetzt lachen wir doch. Jetzt lachen wir doch. Angeführt von Otto Bulletproof begeben sich Trimax. Ja, mein Otto ist auch wieder dabei. Mega nice. Das ist so fucking anstrengend. Erster! Niki. Ich bin total im Arsch jetzt. Es ist ein unglaublicher Moment gewesen. Kuba. Eine falsche Rutsche. Und Loriax. Oh, am Arsch bin ich. Mein Rücken, Digga, alles ist gefickt. In ein Terrain, in dem Wasser zur kostbarsten... Boah, aber das fühle ich mit den Rücken, ne? Wasser zur kostbarsten Sache. Ja, Öl ist gefühlt, wenn... Überleg mal, wenn die auf Öl treffen, die wollen kein Öl mehr. Die wollen nur Wasser in der Wüste. ...kostbarsten Ressource wird. Ich habe unfassbar Durst. Die erbarmungslose Sonne zum unerbittlichen Feind. Wow. Hier gibt gleich alle für uns gefährliche Leute. Sonne Leute, zum guck mal. Der ist einfach umgekippt. Guck mal. Feind. Das ist nicht extra. Guck mal, er ist richtig hingerast. Ach du meine Güte. Hier gibt gleich alle für uns. Leute, was gucken wir uns hier an? Ach du meine Güte. Die erbarmungslose guck, Sonne zum unerbittlichen Feind. Hier gibt gleich alle. Das ist nicht gestellt. Die gefährliche Tierwelt eine ständige Bedrohung darstellt. Hilfe! Werden die Nords trotz stundenlanger Märsche, eiskalter Nächte und limitiertem Wasser der Wüste standhalten ach, und ihren Zielpunkt erreichen? Wenn das Ding aus ist, dann ist Hallöchen an alle, ihr Lieben. Auf die Reise in die älteste Wüste der Welt. Krass. Und begleitet unsere Nords auf die Challenge ihres Lebens. Ey, cool, die älteste Wüste der Welt. Ich war in der trockensten Wüste der Welt. Das war nämlich in Chile. War richtig cool, da hatte ich eine Augenentzündung. Auf beiden Augen bekommen. Bindehautentzündung. Und ich musste zum Wüstenarzt. Ich sag euch, dieser Wüstenarzt hatte echt Ahnung. Aber ich habe ihn nicht getraut, weil... Wüstenarzt, wisst ihr? Ich fand das so komisch. Außerdem habe ich damals die Sprache nicht gesprochen. Oh mein Gott, damals konnte ich noch kein Spanisch. War auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was diese Wüste hier alles so hat. Das heißt so Giraffen, guck mal, wie schön das aussieht. Wir sind so am Arsch, das kann ja irgendwie heißen. Schau ich da mal so nach hinten. Oh mein Gott. Ist, oh, was mache ich jetzt? Das ist viel zu gefährlich. Ich bin tatsächlich runterfalle. Okay. Wow, was macht denn da? Ach du meine Güte. Welcome to Africa. Nerd. In the Dirt. Nerd in the Dirt Namibia Edition. Namibia. Geil. Ed Quote, ich war in der trockensten Wüste. War richtig cool. Da hatte ich eine Augenentzündung. Ja, ist echt so. Och, der Bot ist schon wieder kaputt, Leute. Ich hasse diesen Bot. Der schaltet sich immer aus. War eh schon klar, nachdem wir in der arktischen Klimazone waren. Staffel 1 war geil. War einfach geil, Leute, ganz ehrlich. Wir fanden es so unfassbar geil, so welche Erfahrungen zu machen. Ich habe letztens sogar noch dran gedacht, so, boah, voll traurig, dass es keine Staffel 2 gibt, ne? Weil ich jedes Mal Nerd in the Dirt immer mal wieder auch verlinke, wisst ihr? Hä, aber der Bot ist an. Wartet, ich mache nochmal aus und nochmal an. Okay. Bot aus und an. Auf jeden Fall, ich verlinke immer mal wieder diese Liste, wo ich drauf reagiert habe, auf Nerd in the Dirt Teil 1 und sowas, ne? Und ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, es kommt keine zweite Staffel, egal. Ich fand es trotzdem so geil, das Format, ich verlinke es immer wieder, ne? Oh mein Gott, dass jetzt einfach Staffel 2 gibt. Ehre. Mega geil.
Oh mein Gott, auch mit Join. Die nächsten sind schon kostenlos auf Join. Oh mein Gott, wahrscheinlich habt ihr schon alle euch angeguckt, ne? Ich bin einfach immer noch Folge 1, sorry. Wir wollten wieder die Extreme haben. Und was ist das größte Extrem zu Finnland, Arktik, Schnee? Trocken, staubig, heiß. Krass. Willst du cool rausgucken? Ja. Es musste Wüste werden und Namibia, es ist einfach so geil, Afrika. Doch erzählen wir die Geschichte dieses Abenteuers von Anfang an. Geil, 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 geil. Frankfurt! Oh mein Gott, meine Hometown! Wir brauchen Ausrüstung, wir sind vom Globetrotter. Wir haben gar nichts. Norias und ich kommen gerade von einer achttägigen Scootertour. Wir haben noch Sonnenbrand im Gesicht, sind komplett im Arsch, voller Verletzungen. Wir haben gar nichts. Ich habe ein paar Sachen aus Finnland noch von der ersten Staffel dabei. Aber diesmal ist ja überhaupt nicht arktische Klimazone, überhaupt nicht. Wir haben eine Liste bekommen, wir sollen ein paar Sachen kaufen. Mein Bruder braucht auch alles, der muss aber gerade noch arbeiten. Für den müssen wir die Sachen mitkaufen, Größen müssen wir raten. Wir müssen uns jetzt irgendwas zusammenkaufen, dass wir in der Wüste überleben. Geil! Es war extrem stressig. Dann hin zu Globetrotter rein. Also, wir müssen organisieren. Stiefel, Schuhe, Socken, Hose, langärmeliges Oberteil, Kopfbedeckung, Wasserflaschen, Gesamtvolumen 4 Liter, Messer, Sonnencreme. Das ist ja richtig cool. Das ist auch in meinem Online-Spiel. In Baylor gibt es auch so ein Skin. Ich will das haben. Opinel ist ein Klassiker, kommt aus Frankreich. Der redet halt über Skins, das ist ein echt Lehm hier. Taschenmesser, den möchte ich jetzt bitte nicht batonieren. Ey, machen wir keine Moves hier. Ja. Okay. Kann das schon mal zur Kasse? Jetzt muss unser Flug geht in 4 Stunden. Ich habe nichts. Hatten wir echt Schwierigkeiten. Max. Warte, stopp! Der Flug geht noch am gleichen Tag. Ich glaube, ich eine halbe Stunde lang versucht, einen Hut zu suchen. Nicht deren Ernst, oder? Das kann sein, dass ich, also ich krieg nirgendwo Helme. Was geht bei alles, denen? Alles, was im Kopf ist, gibt's für mich nicht. One Size. Dann ist, wenn da steht One Size, weiß ich schon, das war's. So klar. Oh, doch. Der Kessel. Der sieht eher aus wie ein Pirat, ich sehe aus wie ein Loser. Fühle ich. Ich fühle, dass sie auch manchmal richtig dumm aus. Und Freundinnen daneben sehen richtig gut aus. Wenn ich so jeden Morgen sehe, finde ich glücklich. Alles gekauft, Liste, Niki war nicht da, musste noch Sachen mitnehmen. Ich finde Niki, was nehmen wir? Lasst uns direkt in die Frauenabteilung gehen. Nicht Frauenabteilung. Niki hat L-Slim. Ja, sowas ist gut hier. Ich kenne mich nicht aus mit Blusengrößen. Welche Blusengröße hat mein Bruder? Keine Ahnung. Dann passt das hier auch. Das passt, Niki? Sicher? Ja, das wird ihm passen. Das ist mir, ich hab bitte nichts. Das ist Nikis Größe, spür ich doch. Das kriegt Niki. Schöne Survival-Lose. Geil! Nichts gesagt. Wieso sagt ihr nicht? Ich suche hier eine halbe Stunde den Spiegel und dann sieht das aus wie ein Idiot. Oh. Wir haben dir so eine Blumen-Trinkflasche mitgebracht. Wir haben wirklich ganz fancy Sachen mitgenommen. Auch einen verrückten Hut und sowas. Ja, aber hat Gott sei Dank gerade noch so geklappt. Ich glaube, wir haben die letzten 3 Minuten, als der Laden Schluss gemacht hat, haben wir jetzt, glaube ich, noch die Schuhe rausgesucht. Also einfach so, auf gut Glück. Also der Laden ist jetzt 10 Minuten zu. Wir warten seit 20 Minuten auf eine Beratung, weil wir keine Ahnung haben. Wir wissen nur, leichter Wüstenschuh. Vor allem auch, wir standen da, weil du darfst das nur mit Beratung machen. Wir standen da wirklich eine halbe Stunde. Wow. Da ruft uns Otter an und sagt, Schuhe sind das Wichtigste. Wir werden so viele Kilometer machen. Oh mein Gott, stressig, Leute. Ihr müsstet einschauen wegen Klamotten, Hose, ne? Schuhe. Ja, Schuhe ist das Wichtigste. Maddie. Da sind wir gerade in der Abteilung. Liebe Globetrotter, ihr schließt. Wir bedanken uns für Ihren Besuch. Oh mein Gott. Ich hatte da Jordans an. Und es war kurzzeitig so Gedanke, ich gehe wahrscheinlich jetzt hier auf die Wüste mit meinen Jordans. Noch, auch wenn der Laden gerade schließt, hätten sie ganz kurz noch Zeit, was ist ganz wichtig. Wir fliegen in einer Stunde nach Namibia und laufen 7 Tage durch die Wüste und brauchen Schuhe. In 3 Minuten. Ja. Einfach reingehen. Der Schuh ist es, anprobieren. Und ey, Alter, die Verkäuferin denkt, was sind das für Freaks? Los. Der erste Schuh, den wir bekommen haben, angezogen, hat so halb gepasst. Einfach mitgenommen, alle haben Laden. Wir können noch mit Socken, nicht noch eine Sohle mit, dann muss das passen. Sind's. Ja, haben die das nicht gelernt, dass man Schuhe einlaufen muss, sonst kriegt man Blasen? Hat denen das niemand erklärt? Können wir die so kaufen und uns den Karton mitnehmen? Nein. Komm schnell. Karton?
Digga, für was brauchen die Karton? Die müssen die sofort anziehen. Die rennen doch jetzt durch Namibia 7 Tage. €2.400? Also dafür kann man den Laden auch kurz mal ein bisschen länger auflassen, oder? Geh doch mal knapp, Mann. Schaffen wir es noch bis zum Flughafen? Oder für was wir müssen jetzt echt los. Otto ist gleich da. Wir müssen dann unsere neu eingekauften Sachen und die Sachen, Bitte. Schlafsäcke und Isomatten alles in unsere Koffer noch packen. Ich hoffe, du hast auch Platz in deinem Koffer, Kuba. Ja, ich hab hier dein großer Koffer. Großer Koffer? Ich hab ihm das Ding geschenkt, Koffer, Kuba. Ja, ich hab hier dein großer Koffer. Hey, Trimix hat ein YouTube-Dings bekommen. Ein YouTube-Koffer. Wie cool ist das denn? Merch mit YouTube. Großer Koffer. Ich habe ihm das Ding geschenkt, weil ich immer mit dem Trimax-Koffer rumfahre und mich jeder erkennt. Jetzt nimmst du den einfach wieder mit. Auf der Wüste ein bisschen Werbung machen. Geil. Oder? Otto ist mit einem richtig fetten Ford Raptor vorgefahren. Den das kriegt man doch sofort geklaut, Mann. Hat irgendwie so 6 Militär. Imagine einfach, ihr seid am Flughafen und da kommt so ein Koffer entgegen und ihr lest euer Lieblings-YouTuber den Namen von dem Lieblings-YouTuber drauf. Ey, der Koffer ist doch freiwillig. So werden wir doch nie wieder ankommen. Säcke rausgegeben, alles Schlafsäcke, Jacken, das heftigste Equipment. Oh mein Gott. So dicke Jacken braucht man da. Ja, nachts also, ist doch kalt. Nichts gegen YouTube, ich liebe YouTube, ne? Aber das ist nicht das cleverste Geschenk gewesen. Nicht der cleverste Merch. Isomatten. Da kam so das erste Feeling hoch von, okay, es wird hier wirklich ernst. Wir müssen das jetzt alles in unser Gepäck bekommen. Das wird knapp. Ja, Mann. Haben alles so ein bisschen verteilt. Naja. Und haben uns dann auf dem Weg zum Einchecken zum Charlie gemacht. Winddruck da, 4,74. Ja, in Namibia. Der Koffer wird nach Namibia kommen, aber von Namibia nach Deutschland wieder zurück. No way. Und außerdem, denkt dran, die Deutschen sind überall. Safe sind die auch in Namibia. Ja. Alle waren super hyped. Man hat das gar nicht auf dem Schirm. Man denkt so, klar, ne, jeder hat alles ready. So. Wir sind eigentlich schon so gut wie durch. Und dann heißt es so kurz bevor wir in den Flieger steigen, wir hatten auch echt Druck, also Zeitdruck, heißt es, ja, du kannst nicht mitkommen, dein Pass ist abgelaufen. Boah, das ist ja überverkackt. Das ist ja richtig scheiße. Du hast so verkackt. Ja, was geht bei denen? Hey, danke, dass du dabei warst. Danke, Mann. Ey, Digga, nein, so echt unfassbar. Das ist echt nicht witzig. Ja, was soll ich machen? Das ist halt scheiße. Das geht nicht. Ich konnte es nicht fassen. Ja, Otto geht hat noch nicht. Versucht, seine Kontakte beim Zoll oder bei der Polizei das anzurufen. Funktioniert nicht. Wir sind am Frankfurter Flughafen und fliegen nach Namibia. Und einer von uns, da ist der Pass nicht mehr 6 Monate gültig. Ja, das, wie wollt ihr den reinbekommen? Geht gar nicht. Die müssen meistens, also auch wenn er noch nicht abgelaufen ist, 3 oder 6 Monate vorher könnt ihr euren Pass eigentlich wegschmeißen, weil ihr kommt nirgendwo mehr rein. Das ist richtig eigentlich Veräppelung. Also 6 Monate bevor der Pass ausläuft. Das ist richtig GG. Das war super geplant von dem Kollegen. Er hat komplett gut geplant. Ey, ich sag's euch. Weißt du, ob deine Kollegen irgendwas machen können? Evangio, keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie ist dein Reisepass irgendwie 1 Monat zu spät abgelaufen. Jetzt sind wir bei der Bundespolizei, versuchen das irgendwie zu klären. Anscheinend hat Otto irgendwelche Connections noch und versuchen da gerade irgendwie noch das rauszuholen, dass er noch mitfliegen kann. Keine Ahnung, unser Flug kommt jetzt irgendwie auch schon in 30 Minuten. Aber ich meine, also, es gibt so einen Zettel, dass man irgendwie nochmal so ein Zettelding bekommt. Na, also so eine Erweiterung gibt es, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher, ganz ehrlich. Also es hört sich schon, ja, innerhalb der EU. Ja, aber wir sind nicht innerhalb der EU, Leute, das ist das. Ja, oder einfach erneuern statt wegschmeißen. Ja, aber erneuern, einen Pass erneuern. Du kriegst einen neuen. Du kriegst einen neuen Pass. Also also meine Pässe wurden immer durchschnibbelt, sobald, also entwertet. Die haben die durch immer so gelocht irgendwie. Also meine Reisepass, du kannst keinen erneuern. Du musst den wegschmeißen sozusagen, den alten, und kriegst einen neuen. Auf allen Ebenen. Und ja, jetzt sind wir hier alleine mit dem Gepäck. Und die anderen Jungs sind auch weg. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Da dachte ich mir, das kann doch jetzt sein. Und dann haben wir noch mit Ach und Krach versucht, mit Otto seinen Connect zu versuchen, dass wir ihn dann irgendwie nochmal reinbekommen. Boah, das ist ja so stressig, ey. Digga, das muss jetzt klappen, Mann. Er sagt nein. Das sieht nicht gut aus. Scheiße. Oh, nee. Das sieht nicht gut aus. Nee. Die Gesichter sehen echt gut aus. Schauen in düstere Mimiken rein. Oh, schade. Ja, wie du sagst, das ist leider irgendwie. Geht nicht. Doch, geht. Hätte auch theoretisch funktionieren können, wenn der Reisepass weg gewesen wäre und nicht abgelaufen. Das ist eben total, dass der erste schon gefallen ist. Ja, das ging auch schnell, Digga. Bei der Sicherheitskontrolle.
Erste ist schon gefallen. Scheiße, Mann. Auf jeden Fall. Aber danke fürs Einladen. Ja. Beim nächsten Mal. Oh mein Gott, jetzt erkenne ich ihn. Evanjo. Ich war die ganze Zeit Evanjo. Der Name sagt mir was. Jetzt habe ich ihn erkannt. Ich will Zeit mit dir. Nee, ehrlich. Raus, bevor es losgeht. Schade. Schade. So konnten wir Evanjo da nicht mitnehmen, was sehr, sehr bitter war. Er hat sich richtig drauf gefreut. Das ist echt schade. Schade, ey. Scheiße, wenn der alle Aufnahmen nachhinein sieht. So sauer sein. Ja, der wird richtig sauer sein. Evanjo, wir reißen die Wüste für dich mit ab. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich würde mich jetzt doch noch umentscheiden, wenn das noch geht. Okay, wir haben jetzt einen 10-Stunden-Flug direkt über Nacht. Keine Zeitumstellung, ich glaube nur eine Stunde. Wir kommen um 8 Uhr morgens an. Dann fahren wir 3 Stunden in die Wüste und wir gehen direkt rein. Ach du meine Güte. Stressig. Ey, was machen die Nerds? Haben die noch nie was von Zeitplanstellen gehört? Die haben keine Zeit, ich merke schon. Zeit ist Geld, Leute. Egal. Weißt du, wie schön das hier gerade ist? Stressig. Welcome. Welcome. Das war absolut Arsch, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall absolut Arsch gewesen. Ich glaube, Max und Nick, die haben echt gut durchgepennt. Ja. Direkt in 8-9 Stunden, glaube ich. Straight. Ja, wir sind jetzt angekommen. Ich hab komplett durchgepennt. Ich habe Energie gesammelt. Ich habe den Flug durchgeschlafen, 9 Stunden, dann noch 2 Stunden. Sag ich doch, Zeitmanagement haben drauf. Und im Auto. Wir verlegen jetzt dahin, wo der Startpunkt ist. Unterwegs noch ein bisschen was an Verpflegung holen. In der Zeit gucken, was sehen wir an Tierwelt und gucken, was noch so passiert. Alles sieht krass aus. Und die beiden Hunde schlafen. Oh, es gibt doch Nackenschmerzen, Mann. Hol doch wenig Kissen. Ist das respektlos? Das ist respektlos. Nummer 1. Die wissen, wie man Zeit richtig nutzt, ne? Jeder muss seine eigene Verpflegung beschaffen für die Tour und kriegt natürlich nur eine bestimmte Summe zur Verfügung gestellt. Oh, stressig. Jeder bekommt $800 zum Einkaufen und das muss reichen an Verpflegung. $800 Verpflegung? Für wie viele Tage? Alter, 800? Wir sind doch in Afrika, da ist doch bestimmt alles noch günstiger. Ich kann davon bestimmt ein Jahr leben. Was? Bis Ende der Tour. Mittwoch, Donnerstag, Freitag draußen. Mittwoch, Donnerstag. Bis Freitagmorgen. Freitag. Wie cool sind ihre Banknoten aus? 600. Ach so, warte, 800 namibische Dollar. Wie viel ist das? 2 Euro? 600 müsst ihr jetzt haben, ne? Wir haben jeder am Supermarkt ein Budget von $800 bekommen. Umgerechnet müssten das 40 Euro sein. Den Einkauf. 40 Euro? Das sind Wochen eigentlich. Okay, ich halte die Klappe. Mein Plan ist es jetzt einfach, 10 Minuten Otto hinterherzulaufen und alles zu kaufen, was Otto kauft. Gib mal ein paar Taktiken durch, diese Familie. Das wäre mein Plan auch. Du musst da auch mal eine Packung. Musst da alles, auch mal was Otto nimmt. Ich hab ein ESN-Eiweiß-Gerät dabei. Nein. Das ist geschummelt. Ich komme über was Deftiges. Was Deftiges für den Magen. Fleischiges. Die unterschiedlichen Taktiken waren schon sehr interessant. Und ist ja ganz unterschiedliche Ahnung. So, was kauft man sich? Was ist smart? Wie viel Kalorien hat was? Wie viel wiegt etwas? Man muss ja alles mitberechnen, weil man nur einen einzigen Rucksack dabei hat. Worauf würde ich gehen? Ich würde gucken, dass ich regional was gucke, ne? Weil es sind ja viele Marken aus dem Westen importiert, sauteuer. Sondern was gibt's hier von vor Ort? Gibt's hier nicht sowas wie Nudeln von hier, Reis von hier, Quinoa, also verschiedene Grundlebensmittel, wo du sagst, ey, ich krieg ein Kilo und komm damit richtig weit. Ja, Mann. Ob da so zugegriffen wird, mal schauen. Du bist bisher nur Knäckebrot und jetzt ist hier einfach Kartoffelpüree, Pilz und Rahm, Gulaschsoße. Ja, aber das ist super teuer, seht ihr das? Warte mal. Ich weiß nicht, ob das der Koll ist. Was sind 59 namibische Dollar? Warte mal. Wenn 800 namibische Dollar 40 Euro sind, 60, boah, das ist bestimmt 5, 6 Euro, oder? Hä? Kann jemand schnell einrechnen? Ich habe keine, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt Pumpernickelbrot gerade geholt. Das ist schon mal gut, das ist gesund, Mama macht das immer. Es ist alles so teuer hier, ich habe es noch nicht gefunden. Ich habe jetzt einmal Knäckebrot eingepackt. Das mag ich immer gerne, macht satt. Krass, ich habe gedacht, in Afrika sei es günstig. 73 Dollar. Sind fast 3 Euro.
Erbsenpüree-Taktik. Das ist das einzige Wissen, was ich habe über Survival-Essen, ist Kartoffelpüree mit Linsen. Das suche ich die ganze Zeit. Und Finnland, Staffel 1, da haben wir ausschließlich Kartoffelpüree mit Linsen und Erdnüssen gegessen. Dachte ich mir, okay, das scheint ein gutes Survival-Essen zu sein. Ich kaufe mir nichts anderes außer das. Morgens einfach immer Brötchen mit Pflaumenmus, das ist ein Korn. Vielleicht auch abends, ich brauche nicht viel Essen. Ich nehme halt echt nur das, was der Bauer kennt, Futter da, ne? Noch mehr Brötchen und dann irgendwie jedes Mal so eine Bratwurst dazu. Also es muss doch gekühlt werden. Die überhaupt keinen Sinn ergeben haben hier in der Wüste. Hä? Ich hatte jetzt gerade das allererste den Fake Kinder Country und habe mir jetzt Kaltbraten. Hä? Kinder Country, das verläuft doch in der Wüste. Und das dann wird schlecht in der Wüste. Hä? Ja, meine Taktik war einfach so leicht wie es geht, aber so viele Kalorien. Ich habe so mir Nüsse. Das wäre meine Taktik auch. Oha, Nüsse aber auch teuer. Okay, aber Nüsse sind auch teuer, ne? Nüsse geholt, so Pumpernickelbrot. Ja, haltbar. Haben, Freunde, 18 Eier. Das wird doch aber auch schlecht. Für sage und schreibe $66,90. Und das wollte ich nur. Und das ist ein guter Call. Eier ist krass. Lorex, was hast du geholt? Zeig mal. Du bist doch Eier, die werden schlecht in der Sonne. Danke! Echt? Was ist denn die 5 Tage mit Eiern rumlaufen? Ja. Das ist das Dümmste. Die Wurst, die Eier. Und ich habe gedacht, ich bin verpeilt, Leute. Hä? Also, man merkt, jedes Mal, wenn ihr denkt, ihr seid verpeilt, es gibt jemanden, der noch verpeilter ist. Ich glaube, ich überdenke gerade meinen kompletten Plan. Ich kann nicht mal normal überleben, wenn ich zu Hause bin. Ohne meine Mom würde ich durchdrehen. Jetzt muss ich hier alleine. Ach du meine Güte. In der Wildnis. Die Essen raussuchen. Excuse me? Are you working here? I have a question. I have eggs here. They are getting... how long I can stay outside with them? Because I'm outside. How many days? A week? Okay, nice. Okay, perfect. That's fine. Thank you. Aber der hat den nicht. Oha, wartet mal. Oha, ich muss das Ding ausmachen. Wartet mal. Sorry, warte. Ich muss gerade kurz hier dieses hier hoch machen, weil meine Kamera kommt aber nicht. Die Sonne scheint hier gerade rein. So. Ich glaube, die. Wie heißt diese? Diese Dinger habe ich hochgemacht. PCs. Wie ist das? Oh Gott. Siehst du? Never halten Eier nur weak. Otto? Ja. Ich habe vielleicht ein bisschen zu hart. So Otto kann auch nicht mehr, Leute. Aus der Fassung zu bringen. Respekt, Kuba. Respekt. Extra, ich habe extra 3 Mitarbeiter gefragt, wie lange ist. Nerd in the Dirt schauen wir hier, Leute. Dauert, bis die halt schlecht werden. Ich habe gemeint, es geht klar, aber halt low temperature, also Temperatur. Wenn ich nehme die ja nicht mit die ganze Zeit. Ich schleppe die ja nicht mit, oder? Doch, die ganze Zeit. Alles, ich muss die mitschleppen in meinen Rucksack. Ja, meinst du, da kommt jetzt einer und trägt deine Sachen? Vor allem, ich wusste. Otto, geil. Ich wusste auch gar nicht, wie das hier alles so abläuft und so. Ich dachte, vielleicht fährt da so ein Truck uns hinterher oder so. Und wir können da unsere Sachen, unser Food mit reinpacken und sowas. Ich als Survival-Profi hat sich ein kleines Glas Nutella schon mal mitgenommen. Also wenn ich von zu Hause als Zuschauer mir das vorstelle, dass da Leute gleich in die Wüste fahren und da geht jemand in den Supermarkt. Ich glaube, die haben gar keine Ahnung, für was die sich hier angemeldet haben. Kann es sein? Und holt sich Toast. Nutella, Bockwürste aus dem Gefühl. Also ich glaube, also teilweise bin ich ja auch nerdy, ne? Aber ich glaube, ich würde da besser überleben. Frierschrank, ich würde ausrasten. So ein geilen Einkauf getätigt. Die Jungs, die werden durchdrehen. Biltong. Biltong ist, in Deutschland kennt man Beef Jerky, was aus Rind gemacht wird. Biltong ist sozusagen... Ich will auch bei Nerd in the Dirt dabei sein. Das ist mein Format, Leute. Nerd in the Dirt ist mein Format. Ich will da auch dabei sein. Die haben genauso wenig Ahnung wie ich. Außer, dass ich ein bisschen mehr Ahnung habe, dass ich keine Eier und Würstchen mitnehmen würde.
Aber ungefähr, wir sind auf dem gleichen Niveau. Wildfleisch natürlich in Namibia, Nuus, Springbrücken, Zebra, egal was du willst, als getrocknetes Fleisch. Haben und wir haben Otto dabei, der uns, falls wir in der Klemme sind, retten. Rettet. Gute Energie, ist egal was bei was du willst, transportiert. Nee, was sagen wir uns, weil da hab ich Otto nicht dabei, Leute. Holy shit. Seht ihr, was drauf ist? Ich brauch Otto an meiner Seite. Kudo, sonst überleben wir nicht. Gamesborg. Ey, ganz ehrlich, also ich esse sowas ja normal überhaupt nicht, ne? Also Fleisch esse ich sehr, sehr selten. Aber für so ein Format würde ich das, wenn Otto sagt, man so muss es essen zum Überleben, würde ich das sogar bestimmt anknabbern. Schön Kudu. Ich esse so lieber so Hühnchen und Rind, so was ich kenne. Wir sind in Afrika, ein schön Kudu. How much? Ja, man muss da so ein bisschen, in solchen Ländern muss man so ein bisschen anders, ne? One of these costs? Which one? This one, yes. This one. Ich hatte, mit $50 kann man sich da nichts kaufen im Laden. Und dann kam der Retter in Not um die Ecke. Kuba, wir teilen uns das einfach. Was ist ein Kuda? Was ist das? Kennt ihr, ich esse hier nicht in Deutschland, ich esse nicht mal Huhn oder sowas. Also super, super krass selten. Aber da würde ich so ein Kuh-Dings da. Ja, Trimax ist dabei. Das ist sein Format. Nerd in the Dirt, Leute. Alter Junge, der hat die Wüste mitgenommen, Digga. What the fuck? Das war ganz restliches Geld hierfür ausgegeben. Kudu. Ja, gut, und hierfür. Gingerbier. Mit Power Rain. Drin. Das ist mutig. Da ist auch schon ordentlich Druck auf der Pulle. Echt jetzt? Was ist das? Nee. Na komm. Doch, Max, das ist wirklich cool. Was ist das? Geht nicht. Pipi. Was ist das? Hey, was ist das? Oh mein Gott, habt ihr das wirklich geklippt? Bewerbung für Nessie, für Nerd in the Dirt. Aber das ist wirklich ein Format. Ein Kuhpipi oder was ist das? Was trinken die da? Das ist witzigerweise nicht mein Geschmack. Ich will es trotzdem, ich will es ausprobieren. Der Punkt, wo es gekippt hat, der Punkt, wo man gecheckt hat, fuck, hier könnte man wirklich sterben. Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand stirbt? Das kann man natürlich nicht so wirklich... Nein, Otto ist doch dabei, Leute. Beziffern? Ja, dann wurden uns einige Gefahren, die auf uns zukommen könnten, erklärt. Schlangen. De facto gibt es hier sehr viele tödliche Tiere. Also ey, man muss da wirklich aufpassen, ne? Auch nicht nur in Namibia beispielsweise. Meine Freundin hat leider einen sehr, sehr, sehr krass tragischen Unfall gehabt. Man muss so aufpassen. In den Bergen ist sie mit ihrem Hund in Österreich gewesen. Also da erwartet man ehrlich gesagt keine, wie hieß die? Das war so eine Schlange, so eine richtig giftige Schlange. Und der Hund wurde gebissen von ihr. Also richtig, richtig krass tragisch. Es war kurz an meinem Geburtstag. Ich habe mich gewundert, weshalb sie sich nicht meldet an meinem Geburtstag. Sie hat mich nicht zum Geburtstag gratuliert. Ich war so, was geht bei der, ne? So komisch, ne? Aber ich habe mich nicht getraut zu fragen. So, ja, aber man, hast du mir nicht zum Geburtstag gratuliert, ne? Ich wollte erst ein paar Tage später dann, ich wollte ihr ein bisschen Zeit geben. Auf jeden Fall hatte ich es dann auch vergessen. Dann hatte sie mir dann zum Geburtstag gratuliert und hat mir das erklärt, ne, dass ihr Hund da kurz davor gestorben ist, weil der von einer Schlange gebissen wurde. Richtig, richtig krass. Irgendwas mit Otter hieß die Schlange, ich habe es vergessen. Richtig heftig, super selten. Deshalb, also man muss unfassbar vor dieser ganzen Tierwelt und so, man muss unfassbar aufpassen. Für den Menschen ist es tatsächlich nicht giftig oder schon giftig, aber irgendwie gibt es da Gegengift, aber Tiere können daran sterben. Richtig traurig einfach nur. Richtig, richtig traurig einfach nur. Also Kreuzotter. Ja, genau, Kreuzotter. Ja, genau, Kreuzotter. Richtig schlimm. De facto gibt es hier sehr viele tödliche Tiere. Also ja. Es gibt ohne Ende Skorpionarten, davon extremst viele, die giftig sind. Eigentlich fast alle, bis außer so ein paar Höhlenskorpione. Viele giftige Schlangen. Die Kofotter zum Beispiel, 80% für die Todesfälle verantwortlich hier draußen bei den Schlangen. Boah. Ganz viele Dickschwanzskorpione, die auch giftig sind, tödlich sein können. Also es gibt wirklich tödliche Tiere hier, oh mass. Und ich kann das auch immer noch nicht realisieren, was hier abgeht und wie gefährlich das eigentlich ist. Natürlich hoffen wir, dass keiner stirbt, aber nicht umsonst sind wir ja, sind ja 4 Teilnehmer. Das heißt, wenn einer weg sind, sind immer noch 75%, die durchkommen. Jetzt haben wir uns zum Glück nicht ganz am Anfang gesagt. Wenn da Sachen giftig sind, da habe ich richtig Angst vor, weil auch all das gibt es hier. Tödliche Skorpione, Spinnen und Schlangen. Ja, aber er hat doch irgendwas bald auch überlebt. Witschern. Wolltest du das einheimisch, wenn ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Wir sind 4 Stunden durch die Wüste gefahren, haben dann langsam immer mehr gecheckt. Okay, es wird immer ernster, man sieht schon so die Umgebung. Es ist boah, es sieht so geil aus. Gar nichts los. Man sieht ab und zu Tiere. Boah, geil. Das war beispielsweise halt in Chile überhaupt nicht der Fall. Also man ist da gefahren, man hat kein einziges Tier gesehen. Ich habe kein einziges Tier in Chile gesehen. Auf dem Berg. Glaube ich zumindest. Das ist mal Internet noch. Hieß es, wir versuchen jetzt Nachrichten rauszuschicken, das letzte Mal in Familie, aber wir haben doch kein Internet. Ich habe mich von meiner Mutter, meinen Liebsten, verabschiedet. Ich sehe nämlich keine Sonne für mich. Dann sind wir bei der ersten Ranch angekommen. Boah, geil. Krass, oder? Das ist richtig, richtig surreal, dass wir hier sind. Wir sind jetzt hier angekommen in der Unterkunft, die natürlich nicht für uns ist. Mal kurz gucken, ob ihr diese Kakteen, oh, die sind so schön in Chile auch. Natürlich schon für die erste Nacht. Unfassbar schön. Raus ins wunderschöne Felsenland. Oh, geil. Da würde ich aber jetzt mal richtig schön dick fett essen gehen. Essen. Wir haben es im Restaurant gesehen. Genau. Wenn einer sterben soll. Ich habe da im Restaurant gesehen. Ich glaube, sie das gar nichts. Leute, wer von uns also, vier sterben soll? Es trifft meistens gar nichts. Die Unerfahrensten. Das ist beides geboren. Nachdem sich die Nerds fertig umgezogen haben, geht es endlich los auf ihr nächstes großes Abenteuer. Du trägst deine Isomatte? Ja, ich habe keinen Plan. Was erwartet sie da draußen? Mit welchen Herausforderungen werden sie kämpfen müssen? Oh Gott, ich schaffen lieb's. Es alle bis zum Ziel? Ich oder müssen Kameraden zurückbleiben? Nein, komm, alle mit. Ich bin gespannt auf die nächste Folge Nerd in the Dirt. Boah, ich bin richtig gespannt. Richtig, richtig gespannt. Du hast dich die ganze Zeit gefreut, dass du deine Sachen hast, dass du so ein Wüstenhemd hast. Ja. Wir haben auch nach Hemden gesucht, die gab es allerdings Safe nicht. Pinkes Hemd oder sowas. In der Männerabteilung. Ach, das ist eine Bluse. Frauenabteilung. Nee, doch, das ist eine Bluse. Ich habe mich so über das Hemd gefreut. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gecheckt, die Blusengröße. Weil ich bin ja eine Frau. Bei uns heißt es immer Blusen. Wie heißt es bei euch? Männern? Hemd, ne? Oh nein! Freut. Nee. Ja, ist ja auch geil. Die kostet 120 Euro. Das ist eine weitere Bluse. Hey, Jungs, 120 Euro für eine Bluse? Ja. Boah, Alter. Was ist das? Miki zieht jetzt eine Bluse an. Ah, die Bluse! Die sind schon böse, oder? Ja, ey, Männer, ihr seid schon... Wirklich, Männer sind schon teilweise manchmal böse untereinander. Ich hab gesagt, ey, wenn du schon nicht dabei bist, aber dann die Farbe ist doch geil. Das ist die Bluse tragen. Unser Anführer hatte gerade gemeint, dass... Unser Häuptling. Unser Ranger. Unser Ranger, wow. Alter, wow. Unser Ranger hat gerade eben gesagt, das zieht alle kleinen Viecher, generell irgendwelche Viecher an, wenn du dich voll sprühst mit Deo. Es ist so voll gesprüht. Es riecht hier an alles. Das gesamte Haus riecht gerade nach Deo, nur wegen Max. Nur wegen Max. Ich so dick eingekleistert. Oh mein Gott, nein. Du bist jeden anlocken. Das ist korrekt, dass du dich von... Ey, wieder ein Punkt für mich, Leute. Das hätte ich geschafft. Ich hätte es geschafft. Karren spannst und alle kleinen Viecher auf sich. Und nicht nur das, aber noch ganz viel Parfum genommen. So, Leute, absolut gar nicht Format. Ohne Join wäre das Ganze nicht möglich. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt schon die nächste Folge... Ehrenjoin. Geil. Ehrenjoin. Krass. Ottos erste oder einer der wichtigsten Infos waren eben wegen der Schlangen, wegen Skorpione. Haltet euch auf jeden Fall von den Büschen fern. Ja, Mann. Super Kuba. Oh, was macht der da? Im Busch. Der ist einfach weg. Ach du meine Güte, Leute, ich kann nicht mehr. Ihr seid perfekt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächste Folge und ich freue mich riesig auf Nerd in the Dirt Namibia Staffel 2. Oh mein Gott, geil, Leute. Zweite Folge ist auch schon am Start. Nee, Folge 3 ist sogar schon am Start, sorry. Aber wir gucken das auf jeden Fall gemeinsam und das ist sehr, 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 sehr geil. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät, dies, das, Ananas, aber besser später als nie. Und oh mein Gott, sehr, sehr, sehr geil.